So, Hallöchen, Crackmatch-Time, neue Woche, neues Glück. Bin ein wenig müde, ein wenig unfit, nicht wirklich auf der Höhe heute. Trotzdem nehme ich ein wenig auf, mal gucken, wie es läuft. Was möchte ich denn spielen? Drachengärten. Lock mal den Geslo ein. Kann jederzeit losgehen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Okay, kein Heal. Okay, ich hätte sonst auch versucht, Uta zu spielen. Hat einer nach einer Abrissbirne verlangt? Gehören. Oha, ein Leo. Sorry, meldet sich zum Dienst. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, verdammt, ey, ich bin wirklich ein bisschen ausgelaugt, möchte man schon fast sagen. Die Jagd ist eröffnet. Okay. Wen werden die denn auf die Lane schicken? Ich schätze mal, dass die entweder Gul'dan oder Reyna gegen Gessel schicken werden. Wir gucken mal. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Dann ist uns der Sieg sicher. Ich glaube, ich spiele wieder mal ein Bild, den ich sehr, sehr gerne spiele. Ja, mein Überlebensbild würde ich nicht sagen wollen, aber mein Bild, womit ich 1 gegen 1 Duelle durchaus auch mal streiten Die kann. Schlacht Auf beginnt in dem. 10 Sekunden. Ach, da muss ich wohl hochgehen. Baby. 5, 4, 3, 2, 1. Kämpft tapfer. Hey, nicht hetzen! Ah,
das ist natürlich sehr unglücklich. Ich spiele eigentlich Gasol immer gerne hier unten und nicht hier oben, weil hier oben der Bereich viel, viel größer ist als hier unten. Was? Ja, nee, ist klar. Was auch immer. Die alten Schreine erwachen. Nein, ich bin auch verkackt. Und setzt den Drachenritter frei. Unter Kontrolle! Yes, yes! Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Damit komme ich klar. Weg. Nein! Oh, fuck. Tja, macht's gut. Das Reis schafft das unten. Das wäre vielleicht hilfreich, wenn das Reis switcht. Ja, nee, ist klar. Was auch immer. Konzentriert euch auf diesen Helden. Okay, bin ich hoch. Gut gemacht.
komme ich klar. Getriebe eingestellt. Das sollte, glaube ich, reichen, um mich abzusichern. Ich werde nicht in dieses Gefängnis zurückkehren. Nein! Mal gucken. Terminieren! Die halten noch. Das sieht gut aus. Was auch immer. Okay, was nehme ich denn? Bla bla bla. Reichweite und Radius natürlich. Getriebe eingestellt. Köstlich. Macht erfüllt die Schweine. So, ich glaube, ich würde mal in die Mitte gehen oder hole mir zumindest mal jetzt hier noch das eine Camp. Die nehme ich in die Zange. Und kann dann auch gleich noch zum Brunnen eiern. Der Drache wartet. Befreit ihn. Und vernichtet eure Feinde. Schalte Gang hoch. Ein Held ist vor der Schlacht geflohen. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Getriebe eingestellt! Deswegen mag ich die Stelle hier so gerne. Das wird die Mutter aller Explosionen! Okay, er hat's überlebt. Ja, nee, ist klar. Was auch immer. Getriebe eingestellt. Okay.
Haha. Deswegen mag ich die Stelle hier einfach so gerne. Der Bereich ist ja halt wesentlich angenehmer für Gaslow als oben. Ah, ich kann dem. Hä, ich hab doch den Brunnen. Schon genommen. Okay, da gibt's anscheinend einen Anzeige-Bug. Ja, hol ich mir das Game. Okay, die sind alle tot. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Dann gehe ich unten das Hardcamp machen. Zumindest nicht schlecht aus. Ich werde mal hochgehen. Soll das Siege Camp und das Bruiser Camp das machen? Aber das Bruiser Camp und das Siege Camp machen die Arbeit. Das ist gut. Eine feindliche Festung ist gefallen. Die Drachen werden wieder herrschen. Diese Söldner könnten uns von Nutzen sein. Ich bin wieder im Geschäft. Unter Kontrolle! Okay, was nehme ich denn jetzt? Natürlich das schwarze Löchlein. Damit komme ich klar. Nice. So macht man das.
Na, ich glaube, wir können da einfach bleiben. Ja, wir können das Spiel beenden. Festung zerstört. Aktiviert die Schreine. Nimmt die Macht des Drachenwitters in Anspruch. Ach, ich habe leider die Quest nicht beendet. Schade. Morales. Haben wir uns alle im Bunker gehen, passt schon. Na, Morales 2. Ja, es funktioniert halt immer noch so gut. Ne? Hat man es jetzt nicht so offensichtlich gesehen, aber gegen den Leoric, wenn man immer nochmal die Slow geht, einfach in der Botlane ist der Schrein halt einfach enger als oben in der Toplane. Und deshalb ist es mit Gesslow hier so gut, die einfach zu kiten an der Stelle. Das ist so easy. Wenn es zwei sind, zwei gehen auch noch. Ich hatte Leoric und Lunara, die waren beide beinahe tot. Aber eben auch nur beinahe. Weil die Geschütze haben das dann schon geregelt. Aber es ist halt auch easy, selbst einen Leoric relativ zügig einfach runterzukloppen. Gerade ein Leoric, der so unglaublich einen schwachen Melee-Angriff hat und so einen unglaublich langsamen Melee-Angriff. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Wir können ja mal kurz in die Statistik reingucken. Ja, war jetzt nichts Atemberaubendes dabei. Würde sagen, wir sehen uns dann einfach zum nächsten Mal wieder. Ciao!